über das Prinzip Reich Gottes, Reich der Welt. Das war etwas anders vom Thema her. Und da ging es mir vor allen Dingen darum, klar zu machen, dass wir Bürger zweier Welten sind. Ja, dass es darum geht, dass wir als Kinder Gottes, wie soll ich mal sagen, hier aktiv sind im Reich der Welt, aber trotzdem nicht vom Reich der Welt sind. Ja, wir gehören zu einem anderen System. Die Predigt heißt Bürger zweier Welten, ist unten im Beschreibungstext verlinkt. Kannst du dir also von Herzen gerne anschauen. Und vor allen Dingen war mir wichtig, dass wir eine ganze Reihe von Bibelversen, die man fast gar nicht verstehen kann, ja, dass man einfach ein Bewusstsein dafür bekommt, wie ist das zu verstehen, wenn man nämlich aus der Perspektive des Reiches Gottes schaut und dann eben feststellt, okay, die Dinge sind aus Gottes Sichtweise eben komplett anders, als wir es normalerweise hier in der menschlichen Sichtweise haben. Gut, und ein Punkt, der mir dabei sehr wichtig war, war, dass ich dir hier aufgezeigt habe, dass hier im Grunde genommen der Punkt ist, wo man ins Leben hineinkommt, also Geburt, gleichzeitig auch der Punkt, wo man dann wieder endet, also Tod. Es ist sozusagen eine Grenze zwischen Tod und Leben, habe ich hier mal hingeschrieben, Tod und Leben. Ja, das hier ist der einzigste Möglichkeit, das ist komplett getrennt hier, Reich Gottes, Reich der Welt, hindurchzukommen, ist eben Jesus, die Bekehrung, die Errettung. Ich habe mal hingeschrieben, Weg, Wahrheit, Leben. Einzigste Möglichkeit, da hineinzukommen in das Reich Gottes. Okay, jetzt war der Punkt folgendermaßen. Hier kommen wir alle, sagen wir mal, mit der Geburt mit Null an. Mit Null. Wir haben keine Möglichkeiten, wir haben keine Macht, wir haben nicht die Möglichkeit, Reichtum zu nutzen oder irgendwie Leute zu beeinflussen, sondern das fängt erstmal ganz klein an. Ja, Kinder oder beziehungsweise Babys, Kinder, und das wird dann eben weitergehen bis hier hinten hin, das war mein Punkt, werden die Leute dann immer mächtiger, immer wohlhabender, bekommen immer eine höhere Position, werden dann Herrscher oder Milliardäre oder super kraftvolle Politiker oder was. Und unser ganzes Leben spielt sich in diesem System ab. Wie gesagt, in der letzten Predigt war ich da etwas intensiver drauf eingegangen. So, und ich möchte das jetzt einfach mal folgendermaßen dir aufzeichnen. Stellen wir uns mal vor, hier, das ist die Zahl von Menschen, sagen wir mal Babys oder was, die geboren werden. Und das geht dann hier dann entsprechend hoch und relativ zügig runter. So. Diese Linie soll bedeuten, wie viel Menschen, wie viel Macht oder Reichtum oder sonst was haben. Ich schreibe dir das mal hier hin. Macht bzw. Reichtum. Ich spreche nicht vom Wohlstand, ich spreche also von echten Reichtum. So. Das bewegt sich hier in diese Richtung. Ja, und je mehr jemand also hier hinkommt, desto mehr hat er also über diese Ressourcen zu verfügen. Du weißt bestimmt, es gibt Superreiche, die über Milliarden verfügen, die sich alles leisten können und die teilweise mit dem Wohlstand, den sie haben, nicht unbedingt weise umgehen. Genauso ist es mit der Macht. Also hier, sagen wir mal, sind 100% Macht und hier sind 0% Macht. Hier fängt der Mensch im Leben an. Wie gesagt, Babys, Kinder, arme Menschen oder Leute, die von mir aus körperlich behindert sind oder sowas. Und dann kommt hier die große Menge, wo wir alle irgendwo drin sind. Also beispielsweise sind jemand, der, sagen wir mal, Hartz IV bekommt, ist mehr hier in dem Bereich. Jemand, der vielleicht Unternehmer ist und 100 Mitarbeiter hat, der ist vielleicht mehr so hier, ne? Und irgendwo bewegen wir uns hier alle drin. Und zum Thema Macht und Reichtum und Einfluss und Power, in welcher Hinsicht auch immer, wird es natürlich immer dünner, bis hinterher in der absoluten Topspitze es wirklich nur noch eine kleine Gruppe ist von Menschen, die hier echten, richtigen Einfluss haben. Nennen wir diese mal Elite. Könnte man auch anders nennen. Aber wir nennen sie mal Elite. Hier sind die Herrschenden, hier sind die Mächtigen, hier sind diejenigen, die die Welt gestalten können, Prominente oder wie immer du sie nennen willst. Nicht wahr? Gut, also
Das erstmal soweit als Einstieg in die Thematik. Letzte Woche hatte ich ja, wie gesagt, verschiedene Sachen hier aufgeschrieben und jemand schrieb mich an, hat gesagt, ja, und was ist hier? Hier steht ja fast nichts drin, ist ja fast leer. Kommt noch. Nicht heute, aber kommt noch. Wir werden uns auch zu dem, was hier sich drin abspielt, noch intensiv beschäftigen. Aber heute geht es mir um einen interessanten Aspekt, nämlich, wie funktioniert das denn mit dem Reich der Welt hinsichtlich Kraft, hinsichtlich Power, hinsichtlich Autorität, hinsichtlich der Gewalt und so weiter, der Herrschaft, die da eben, wie soll ich mal sagen, irgendwie ja gegeben ist. Beim Reich Gottes wissen wir, alles vom Herrn, nicht wahr? Das Reich der Welt hat Gott dem Menschen gegeben. Er hat den Menschen geschaffen, als sein Ebenbild, als sein Gegenüber und hat ihm die Welt anvertraut. Stimmt? Genau. Dann kam der Sündenfall. Der Mensch hat sich durch leider einige Fehlentscheidungen unter die Autorität, unter die Herrschaft von Satan begeben. Und jetzt sagt die Bibel, dass Satan das Reich der Welt beherrscht. Ja? Er wird genannt der Gott der Welt, der Fürst der Welt oder der Herr der Welt in der Bibel. Okay, und jetzt schreiben wir mal hierhin. Satan. Ja, er ist derjenige, der hier in diesem Weltsystem die Power hat, die Kraft hat, die Autorität hat, sage ich mal. Deshalb ist er hier ganz am anderen Ende. Das hat übrigens einen Endpunkt hier. Deshalb ist das hier rund gemalt. Ja, das ist also hier, kommt das zum Ende. Das Reich Gottes hat keinen Endpunkt. Das geht also unbegrenzt weiter. Okay, gut. Was mir noch wichtig ist, bevor wir gleich einsteigen, ist, dass wir wissen, hier ist Licht. Und hier ist Finsternis. Hier ist Wahrheit. Und hier ist Lüge. Das schreibe ich mal ganz groß hier hin. Lüge. Das Lüge ist mir heute wichtig, ich werde darüber noch zu sprechen kommen. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner. Ja, weil jeder Mensch hier in diesem System unter der Macht der Lüge ist. Okay, gut, jetzt geht's los. In 1. Johannes 5, Vers 19 finden wir eine interessante biblische Aussage. Da heißt es, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen, sagt Johannes. Also die Welt, das System der Welt ist im Bösen, ist böse, ist unter der Herrschaft des Bösen, ist unter der Herrschaft Satans. Dieser ganze Bereich irgendwie ist unter der Herrschaft Satans. Eigentlich den Menschen gegeben, aber irgendwie unter der Herrschaft Satans. Hier ist eine scharfe Trennung. Im Reich Gottes hat Satan nichts zu melden. Da hat er keine Autorität, da hat er keine Power, da hat er keine Möglichkeiten. Aber hier eben. Gut, und der einzigste Weg rauszukommen aus diesem System von Lüge, Finsternis, Welt, ist eben tatsächlich Jesus Christus, die Bekehrung, die Errettung, hineinzukommen ins Reich Gottes, wo wir, wenn wir denn wiedergeboren sind, alle uns befinden. Gut, Satan herrscht hier. Aber wie herrscht er denn überhaupt? Also ich meine, wie funktioniert das mit seinem System? Wie ist das mit seiner Autorität? So ein Herrscher muss ja irgendwie ein System haben, wie seine Macht irgendwie funktioniert, wie das ausgeübt wird, wie das dann auch bis zu den einzelnen Leuten hinkommt. Ja, darum geht es mir gleich. Vorher möchte ich aber eine Sache mit dir bedenken. Und zwar, Satan hat verschiedene Ziele. Er hat Ziele. Er ist ja nicht einfach so ziellos irgendwas, sondern er verfolgt ein gewisses Ziel mit dem Ganzen.
So, eines der Ziele ist, dass er von Gott anerkannt werden will, respektiert werden will. Er will gerne ebenbürtig zu Gott erscheinen. Ja? Er will als der große Gegenspieler erscheinen. Er will im Grunde genommen derjenige sein, wie soll ich mal sagen, auf der einen Seite hast du Gott und auf der anderen Seite hast du den Feind und das ist so ein Ringen und es ist immer irgendwie, man weiß nie, wer gewinnt, beide etwa gleich stark, so Yin und Yang mäßig, ja, übrigens eine Riesenlüge, ja, und so möchte er gerne wahrgenommen werden. Tatsache ist, Gott ist alles und der Feind ist ein erbärmliches kleines Geschöpf, was auch noch dazu gefallen ist. Stellst dir von mir aus vor, wie ein Streichholz, was vergeht gegenüber dem hellen Sonnenschein an einem strahlend schönen Sommertag ohne ein einziges Wölkchen am Himmel. Ja, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Aber der Feind möchte gerne, dass in diesem Weltsystem er so wahrgenommen wird. Gut, er will der große, große Gegenspieler sein. Ebenso groß ist sein Stolz. Sein Stolz und seine Begierde, angebetet zu werden. Sein Hauptziel eigentlich, bin ich überzeugt, ist, dass er angebetet werden will. Für Anbetung ist er bereit, alles zu geben. Er möchte dieses, was eigentlich nur Gott zusteht, möchte er für sich haben. Und da gibt es eine extrem interessante Situation, als Jesus nämlich in der Wüste von ihm versucht worden ist, da hat ihm Satan das gesamte Weltsystem angeboten. Er hat ihm das gesamte System angeboten. Hat gesagt, kannst du alles haben. Alle Systeme, alle Reiche, alle Herrschaftsstrukturen, Mächte, Finanzen, Imperien, alles, alles, alles. Alles, was durch den Sündenfall unter seinen Herrschaftsbereich gekommen war. Ja? Warum eigentlich? Weil er damit die Anerkennung des Sohnes bekommen hätte, wenn der ihn angebetet hätte. Das war ihm alles, alles wert. Die ganze Welt und die ganzen Menschen und das ganze Zeug war ihm alles wert, wenn Jesus ihn angebeten hätte. Er hätte ihm das gegeben, so als Abkürzung, um diese Welt, ich sag mal, zu erobern. Da lesen wir in Lukas 4, ab Vers 5, und er führt, also Satan, und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun von mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Das ist eine extrem wichtige Bibelstelle. Hey, alles ist ihm übergeben. Von wem denn? Von Gott? Nein, von dem Menschen beim Sündenfall. Der Mensch, der die Herrschaft über die Welt hat, hat sie dem Feind übergeben. Und der Feind agiert entsprechend. Und deshalb hat er jetzt die Möglichkeit, sozusagen als Herr über dieser Welt, hier in diesem Bereich, wo die Menschen sind, sie zu manipulieren, zu steuern, zu beeinflussen und ja, eben auch Macht, Reichtum, Einfluss, sonst was zu geben. Die Spitze der Macht und die Spitze des Einflusses, ja, da ist Satan ganz, ganz dicke dabei, um da Leute zu positionieren. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Er gibt die Macht, wem er will. Verstehst du? Satan gibt die Macht in diesem Weltsystem, wem er will. So lesen wir beispielsweise in Offenbarung 13, Vers 2. Und der Drache gab dem Tier seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Genau so ist es. Ein anderes Ziel des Feindes ist es, ich sag mal so, Gott weh zu tun, Gott Schmerzen zuzufügen. Ja? Er will den Vater, ich sag mal, quälen. Versteh mich richtig. Er will ihm einfach
Schmerzen zu fügen. Und wie geschieht das? Das geschieht, indem er die Menschen, die Gott liebt, die er als sein Ebenbild gemacht hat, die er als Gegenüber gemacht hat, ja, dazu verführt, zu sündigen, Gott zu verfluchen, sich gegen ihn zu stellen, ihn zu verachten, Übles zu tun, boshaftes, verdorbenes Verhalten, den Vater zu schmerzen. Es gibt Visionen von verschiedenen Propheten, die haben gesagt, sie waren im Herzen Gottes. Und sie haben über alles, alle voller Narben gesehen und voller Wunden und überall blutete es und so weiter. Und ich habe sowas nicht erlebt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Weil der gefallene Mensch, der Gott verflucht, der die Faust gegen den Vater erhebt, ja, vom Feind verführt, das schmerzt Gott unsagbar. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass alle Menschen hierher kommen aus dem System und der Herrschaft von diesem verrotteten, boshaften, niederträchtigen, gefallenen Engel, der hier durch die Situation des Sündenfalles einfach Herrschaftsautorität hat. Und dann kommt es noch besser, schlechter. Satan will den Menschen, über den er jetzt ja im gewissen Sinne Autorität hat, zu seinem Ebenbild machen, seinem eigenen Ebenbild, zu einem Ebenbild Satans. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als sein Gegenüber, und der Feind versucht jetzt irgendwie das zu pervertieren. Ja? Er will dem Menschen sein Wesen, sein eigenes Wesen, seine Charaktereigenschaften, seine Verhaltenszüge geben. Ja? Er will, dass Menschen in Sünde leben. Er will sie beeinflussen durch Besessenheit, durch Dämonisierung. Und sie sollen immer mehr die Wesenszüge Satans annehmen. Und es gibt Menschen, die sind von innewohnenden Dämonen so, wie soll ich mal sagen, vereinnahmt, dass ich sag mal, der Geist des Menschen fast wie aufgefressen erscheint. Da hast du fast wirklich nur noch den Dämon und die Person ist fast tot in sich. Ja, es gibt da Berichte, wo darüber berichtet wird, wie sowas tatsächlich bei manchen Menschen ist. Er will Gott ein Bild vorhalten und sagen, guck, sieh, was ich aus deinem tollen, großartigen Ebenbild gemacht habe, wozu ich in der Lage war. Sieh dir dein Gegenüber an, wie ich es verhunzt habe, wie ich es versaut habe. Ja? Er will Gott im gewissen Sinne einen entstellten Menschen vor die Nase stellen, mit seinem eigenen Hass, mit seiner eigenen Angst, mit seinem ureigensten Wesen, seinen Zwängen, seinen Süchten, seinem Stolz, seiner kranken Egozentrik, seiner Furcht, seiner Minderwertigkeit, seiner Perversion, seiner Bosheit. Es ist ein Ziel Satans und dazu will er dieses Weltsystem missbrauchen. Und da wirkt er in eben den Menschen, die hier sind, und versucht, so weit wie möglich irgendwie Einfluss zu nehmen. Und deshalb gibt es Menschen, die tun die perversesten Gräueltaten, wo es wirklich, wie die Bibel sagt, ist eine Schande, darüber zu sprechen. Das, was sich nur krankeste Hirne ausdenken können. Ja, gerade nur ein Beispiel, Thema Abtreibungsthematik. Wenn du dich damit beschäftigst, das ist ein riesiges Geschäft, das Business, ja, was da drin dahinterher kommt, dann, ja, ich will da nicht weiter drauf eingehen. Aber das ist so verrottet, verdorben, elend, böse, niederträchtig, absolut abartig. Satan will den Mensch nach seinem eigenen Bild schaffen. Aber weil er nur ein erbärmlicher Kopierer ist, weil er keine Schaffenskraft, keine schöpferische Kraft in sich hat, ja, kann er nur Menschen wiederum dazu verführen, andere Menschen zu entstellen, ja, zu einem Zerrbild zu machen, zu einem Scheusal zu machen, zu einer Farce. Und dazu leider kann die moderne Wissenschaft dienen, wenn sie von irgendwelchen skrupellosen Leuten missbraucht wird. Beispielsweise, und da befinden wir uns schon ziemlich in der Thematik, die wir momentan alle kennen, beispielsweise durch Genveränderung. Ja, Genveränderung. Da geht man direkt an die eigentliche Tiefe der Schöpferkraft Gottes hinein und sagt, da fangen wir an, drin rumzufuschen. Ja, man weiß zwar nicht, was bei rauskommt, aber wir fangen da mal an. Ein Geistlicher hat die Frage gestellt, ob ein Mensch, dessen DNA verändert ist,
ob das überhaupt noch jemand ist, der im Ebenbild Gottes ist. Also einfach mal als ethische, christliche, theologische Frage, ja, geistliche Frage. Ist jemand, dessen DNA manipuliert ist, ist das wirklich noch ein Ebenbild Gottes? Interessante Frage. Ja? Der Feind versucht durch eine kranke Wissenschaft, Leute irgendwas zu implementieren. Ja, das kann der berühmte Chip sein, das kann aber auch irgendwelche modernen Tattoos sein, wo irgendwelche Sachen implantiert werden. Irgendwelche Nanopartikel, irgendwelche Substanzen, was auch immer. Und das ist wirklich böse. Dann dieses ganze Thema mit der künstlichen Intelligenz. Das erscheint einem normalen Menschen ja für völliger Schwachsinn. Das ist ja sowas von krank. Aber es ist verblüffend, wie viele Wissenschaftler, wie viele Superreiche sich damit beschäftigen, wie viel Geld da reingepumpt wird, künstliche Intelligenz zu schaffen. Das heißt, Intelligenz, die dem Menschen irgendwie implantiert wird, so als eine Art Mensch-Maschine-Ding. Da denkst du, das ist doch völliger Quatsch. Das klingt ja nach dem letzten schwachsinnigen Science-Fiction. Es gibt gigantische Anstrengungen, das zu entwickeln. Ja? Und es ist nicht irgendwas, was weit weg ist, sondern da sind sie jetzt dran. Und es gibt Leute, die schreiben Bücher drüber, über das, was sie da vorhaben und was sie planen. Es ist total verrückt. Und dann ist immer die Frage, was passiert da? Satan versucht, den Menschen nach seinem Bild zu schaffen, ich sag's dir. Dann auch beispielsweise natürlich durch andere Dinge, wie von mir aus Pharmazie, ja, also beispielsweise Psychopharmaka, wo der Mensch dann irgendwie anderweitig gesteuert wird, wo er überhaupt nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidung ist und so weiter. Gerade jetzt übrigens ein sehr boomender Markt, wo natürlich durch die Bedrängnis, durch die Sorge, die Angst, die Furcht, die die Menschen haben, einfach dieser Zugriff auch ist. Ja, das sind einige der Ziele, die Satan hat, um hier in diesem System, wo er jetzt für eine befristete Zeit Autorität drüber hat, irgendwie das zu schaffen, um dem Vater zu schmerzen, um dem Vater zu zeigen, dass er in der Lage ist, die Menschen zu einem Zerrbild dessen zu machen, was Gott eigentlich vorhat. Ja? So, aber wie funktioniert das? Hier ist jetzt Satan, hat alle Macht über das ganze Ding. Wir haben ja gesagt, hier an der Linie stellen wir uns mal vor, ist 100% der Macht, der Power. Und wie funktioniert das, dass er in diesem Bereich hier agieren kann, herrschen kann? Ja, ich glaube, dass er nicht einfach von sich aus zerstörerisch da reingehen kann und wirken kann. Denn wenn das der Fall wäre, würde ich sagen, dass die Menschheit in ein paar Stunden vernichtet worden wäre. Vernichtet sein würde. Ja? In wenigen Stunden. Ich glaube, also brauchst du nur einen Atomkrieg vorstellen oder sonst was. Er würde ja sofort alle Register ziehen, um die entsetzlichsten Verwüstungen anzurichten. Er wird die Menschheit innerhalb von Stunden würde sich umbringen. Ja? Wenn tatsächlich er so könnte, wie er wollte. Ne? Er kann auch nicht einfach Naturkatastrophen hervorbringen. Das geht nicht. Er kann auch nicht, was weiß ich, einen Komet auf die Erde draußen lassen oder Sonnenstürme oder was auch immer kommen lassen, was irgendwie die Menschheit auslöscht oder so oder schädigt. Nein, das ist nicht in seiner Autorität. Diese Dinge kann er nicht. Er ist nur der Herr über das System der Welt. Ja? Die gefallene Welt. Das heißt, die Menschen und die ihnen anvertraute Schöpfung. So, und die Sache ist die, er agiert, Satan agiert durch Menschen. Ja? Genau. Und zwar insbesondere durch Menschen, die sich ihm willentlich hingeben. Es gibt viele Leute, die wissen nicht, dass sie Satan dienen, obwohl sie es tun, teilweise sehr effektiv. Einfach, weil sie verführt sind. Aber es gibt auch viele, die wissen sehr genau, was sie tun, ja, und sie geben sich ihm richtig bewusst hin. Und dann herrscht er durch Lüge, Manipulation, Gedanken, Einflüsterungen und so weiter. Und jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt das. Du denkst, am nächsten auf einmal hast du irgendwas im Kopf, wo du denkst, was ist denn das für ein Dreck?
von mir aus blasphemische Gedanken oder irgendwas. Das sind die Einflüsterungen des Feindes. Das sind seine Gedanken, die er uns einfach so wie Pfeile auf uns drauf wirft. Anderer Punkt ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man lernen muss, diese Dinge schnell loszuwerden, rauszureißen, sich dem nicht auszusetzen, weil die ein zerstörerisches Gift haben. Aber durch diese Art und Weise beeinflusst er die Menschen, um sein satanisches, böses, negatives System eben zu steuern. Und die Bibel nennt das die Söhne des Ungehorsams. Die Söhne des Ungehorsams. Das hier, das ganze System, sind die Söhne und Töchter des Ungehorsams, weil sie durch den Sündenfall eben aus dem Gehorsam Gottes heraus gefallen sind. Söhne des Ungehorsams. Es ist genau wie Gott Menschen gebraucht. Schau, Gott gebraucht Menschen. Gott könnte alles tun, aber er tut es nicht, weil er will Menschen gebrauchen. In den meisten Fällen zumindest. Er will Menschen einsetzen, er will durch Menschen wirken. Ja? Und oft ist es so, wenn Menschen sich nicht bereitwillig ihm hingeben, dann bleibt irgendetwas und wird nicht getan. Ja? Gott gebraucht Menschen und genauso gebraucht Satan Menschen, um seinen Willen durchzusetzen. Und dazu nimmt Satan Menschen gefangen. Durch die Verblendung, durch die Bindung werden sie dann getrieben, seinen Willen zu tun. Da finden wir in 2. Timotheus 2, Vers 26 nämlich eine interessante Aussage. Da geht es darum, dass es um den Fallstrick des Teufels geht und dass man nüchtern sein soll. Und dann heißt es hier, nachdem sie von ihm, nämlich dem Teufel, gefangen worden sind für seinen Willen. In diesem Weltsystem hat der Feind die Menschen gefangen genommen für seinen Willen. Und die einzigste Möglichkeit, aus diesem Ding rauszukommen, ist hier dieses Tor zu durchschreiten, gerettet zu werden, Jesus als Herrn und Retter anzunehmen und in das Reich Gottes hineinzukommen. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, wird er wiedergeboren, dann kommt er an den Punkt, hatte ich das letzte Mal drüber gesprochen, von Tod und kommt als neue Geburt in dieses Reich Gottes hier rein. Er ist eine neue Kreatur, etwas Neues ist geworden. Ja? So, der alte Mensch ist vergangen, der neue Mensch ist geworden. Und zwar hier. Das ist durch das Tor, das einzigste Tor, es gibt kein anderes, um gerettet zu werden und in alle Ewigkeit beim Herrn sein zu können, wenn man es denn festhält. Ne? Gut. Aber die Leute, die hier sind, die hat der Feind gefangen für seinen Willen. Er missbraucht sie, er unterjocht sie. Gut, Epheser 2, Vers 2, da heißt es, dass wir, Paulus schreibt hier zu den Christen, dass wir früher gemäß dem Zeitlauf dieser Welt wandelten, gemäß dem Fürsten der Macht in der Luft, der Kollege hier, ja, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Die Söhne und Töchter des Ungehorsams, das sind die Menschen, die hier sind. Und hier sind die, die gerettet und gerecht geworden sind. So, Gott arbeitet, indem er die Menschen, die hier sind, gebraucht. Und der Feind arbeitet, indem er die Menschen, die hier sind, gebraucht. Gott will, dass wir uns ihm hingeben und in Treue sagen, jawohl, ich gebe dir mein Leben, ich bin bereit, für das, für deine Absichten, für deine Pläne zu leben. Und genauso will es der Feind. Er will auch diese Hingabe haben. Er will auch Leute haben, die bereit sind, sich von ihm erfüllen zu lassen. Ja, es sind, guck mal, wir sehen das häufig ja nur aus der christlichen Perspektive. Wir sagen, wir wollen die Erfüllung des Heiligen Geistes, wir wollen unser Leben hingeben, wir wollen mit dem Herrn vorwärts gehen, wir wollen ihm dienen, damit sein Reich gebaut wird. Hey, das gibt es auf der negativen Seite genauso. Da gibt es Menschen, die von den dämonischen Kräften, von dämonischen Geistern erfüllt werden wollen, die sich danach ausstrecken, die Power haben wollen und die hier eben in diesen Bereich von Autorität, Macht, Power über irgendwas hineinkommen wollen. Und die, ich sag mal so, ihr Leben dafür hingeben. Das gibt es auch auf der
Seite der Finsternis. Wie gesagt, der Feind ist der große Kopierer. Ja, da gibt es beispielsweise Menschen, die haben in ihrer Kindheit, sagen wir mal, traumatische Erlebnisse gehabt, Mangelerscheinungen, vielleicht extremes Mobbing, Minderwertigkeit, irgendwelche Dinge, Verletzungen, Wunden, die nicht geheilt worden sind und so weiter. Und dann kam der Feind und hat sie belabert und hat gesagt, hey, du kannst dich an allen rächen. Du kannst allen zeigen, wer du bist. Du kannst sie alle quälen, ja, beispielsweise. Oder er hat ihnen versprochen, Macht, Herrschaft, Autorität, irgendwas. Oder Geld, Reichtum, Sex, was auch immer. Und dann guckt er hier, wo sind hier Leute? Und es ist ihm vollkommen egal, ob das hier in dem Bereich, wo eher diejenigen, die weniger Macht und weniger Einfluss haben, oder eben hier, die mehr Macht und Einfluss haben, sind. Er guckt, wo finde ich Leute, die ich für mich gewinnen kann, für meine Zwecke, die bereit sind, meine Agenda umzusetzen. Ja? Und dann gibt es nicht wenige, die machen einen Deal mit dem Feind. Und das passiert manchmal bewusst, aber auch oft unbewusst. Und sie machen sich zu Helfershelfern und zu Agenten des Satans, um hier in diesem Reich der Welt zu agieren. Und um seine Agenda, seine Ziele umzusetzen. Und dazu nehmen die irgendwelche Benefits, sage ich mal, die er ihnen anbietet, ja, nehmen die an. Da gibt es Leute, die beispielsweise durch Satanismus, durch Okkultismus, durch Hexerei sich ganz bewusst ihm hingeben. Ja, es gibt Leute, die wollen von dämonischen Kräften geradezu erfüllt werden, wegen der Power, die sie dann haben. Und ich persönlich glaube, dass es tatsächlich ganz real Leute gibt, die einen Deal mit dem Teufel machen, einen Pakt. Ja, in dem Sinne, die sich verschwören, ne, also einen Schwur leisten. Ja, um für die Zeit, wo sie hier halt ihr Leben haben, die Ewigkeit blenden die aus, ja, ihr Leben hier haben, eben diesen Einfluss zu haben, Macht zu haben und was auch immer tun zu können. Ja, und das Interessante, und das ist ganz schön mulmig, ist, das ist der Inbegriff deutscher Kultur. Autsch. Der Inbegriff deutscher Kultur. Goethes Faust. Goethes Faust ist das Top-Highlight deutscher Kultur. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. In meiner Jugend habe ich nämlich, war das eins meiner Abiturthemen. Ja, Goethes Faust. So, der olle Faust war ein Gelehrter, also wirklich ein Gelehrter, ja, der alles Mögliche schon wusste und so weiter. Und irgendwie war es ihm langweilig und er hatte nichts Neues mehr und es gab nichts mehr, was ihm den Kick gesetzt hat. Und dann hat er angefangen mit Okkultismus und hat angefangen, sich mit Beschwörungen von irgendwelchen mächtigen Geistern zu beschäftigen. Und das klappte nicht so ganz. Und ach, es war so richtig eine blöde Geschichte, ja, er war gelangweilt. Er war gelangweilt vom Leben, er war gelangweilt vom Wissen, es war ihm alles ätzend. Und dann taucht auf einmal da ein eleganter, eloquenter, eigentlich ganz witziger Typ auf, Mephisto, der Teufel ist. Ja? Und das ganze Ding ist so gedreht, dass er eigentlich, dieser Mephisto, fast der Sympathieträger ist. Ne? Ja? Und der bietet ihm an, pass auf, wir machen einen Deal, ich führe dich durchs Leben. Und du gibst mir dafür deine Seele. Und dann geht es um einen Pakt mit dem Teufel. Das ganze Ding geht dann endlos weiter mit dieser, auf jeden Fall, das ist der eigentliche Kern. Das ist der eigentliche Kern. Ein Pakt mit dem Teufel. Warum? In dem Fall war es blanke Langeweile. Er brauchte den Kick. Er brauchte irgendwas. Er brauchte irgendwas, was im Leben ihm irgendwie fasziniert hatte. Ja? So, der war da bereit, wegen so einem Schwachsinn, seine Seele dem Satan zu verschreiben und für das bisschen, die paar Jahrzehnte Leben, die er hier hatte, seine Ewigkeit dran zu geben. Und das ist bei den Leuten, die, einfach so einen Pakt mit dem Teufel machen, wird das ausgeblendet. Das Thema ewiges Leben wird weggeschoben.
Ja, ist nicht relevant. Aber Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Es würde überhaupt nichts nützen. Warum? Weil das ganze Ding hier vergeht. Davon bleibt nichts. Das ist nichts, was Ewigkeitswert hat. Das ist alles vergänglich. Ja? Davon bleibt nichts. Was hier ist, das bleibt in Ewigkeit. Was hier ist, wird sogar schon in relativ kurzer Zeit Geschichte sein. Ich persönlich glaube, dass es Tausende von Menschen gibt, die so einen Weg gegangen sind und irgendwie einen Pakt mit dem Feind gemacht haben. Ja, es gibt böse Menschen. Falls du das nicht bemerkt hast, ja, dann lass es dir gesagt sein. Es gibt böse Menschen. Es gibt niederträchtige Menschen. Es gibt Leute, die andere schaden wollen. Es gibt Kriminelle, es gibt Verbrecher, es gibt Leute, die sind korrupt. Es gibt Menschen, die sind einfach böse. Das ist schon mal eine gute geistliche Erkenntnis, wenn du das kapiert hast. Und durch dämonische Kräfte gesteuert, wenn sie sich dem Feind hingeben, kann er aus ihnen im Negativen History Maker machen. Nation Changer. Das ist das, was wir sein wollen. Wir wollen History Maker fürs Reich Gottes sein. Wir wollen Nation Changer fürs Reich Gottes sein. Und genauso arbeitet der dran, dass er Leute genau dafür ausrüstet. Ja? Nur mal drei super bekannte Beispiele, die jetzt ganz, ganz groß sind. Marx war echter, richtiger Satanist. Ein Satanist, wie es nicht anders zu machen ist. Da gibt es ein bemerkenswertes Buch von Richard Wurmbrand drüber. Ja? Stalin schrieb unter dem Pseudonym Sohn des Teufels. Hitler war hochgradig, zutiefst besessen. Ja, wenn man sich damit beschäftigt, es ist schockierend. Eigentlich nur eine Hülle, nur eine wie eine Handpuppe war der. Ja? Gut, und diese Leute, das sind jetzt Fälle, die uns natürlich, was wir nachvollziehen können, diese Leute haben sich von Satan in Machtpositionen bringen lassen, weil sie willfährig waren, seine Ziele umzusetzen. Und so hat er ihnen Macht gegeben, so hat er ihnen Autorität gegeben, so hat er ihnen, was weiß ich, Finanzen gegeben, um seine Agenda durchzuführen. Was hatten wir am Anfang? Der Teufel sagt, ich gebe das, was mir anvertraut ist, ich gebe die Macht und die Herrlichkeit, wem ich will. Genau, er gibt sie denen, die in seinen Kram passen, denen, ich sag mal, die mitspielen. Okay, so gibt er ihnen beispielsweise Macht über Medien, Macht über Finanzen, politische Macht vielleicht, okkulte Kräfte und so weiter. Und im Laufe der Jahrtausende hat sich gezeigt, meiner Meinung nach, dass die Leute, die in diesen Machtpositionen waren, in der Regel immer welche, nein, immer kann man nicht sagen, oft, es gibt Ausnahmen, es gibt wirklich Ausnahmen, aber häufig Leute waren, die eben der Feind absolut missbraucht hat. Die Weltgeschichte ist eine einzige Katastrophenstory mit Gräueltaten, mit Genoziden, mit unvorstellbarer Brutalität, mit Ausbeutung, mit Unrecht, fürchterlich. Ja? Und immer waren es irgendwelche Leute, die hier einfach vom Feind missbraucht werden konnten. Ich nenne diese Leute Satans Diener. Satans Diener sind nicht Satanisten, sondern Satans Diener sind einfach Leute, die dem Feind dienen, bewusst oder unbewusst. Und die gibt es hier reichlich, in jeder Ebene. Ja? Einen Satans Diener möchte ich kurz dir von berichten. Da hast du wahrscheinlich den Namen noch nicht von gehört. Ja? König Leopold. König Leopold, das war nach meinem Verständnis einer der übelsten Satansdiener, die jemals auf diesem Globus gewesen sind. König Leopold hat zur Zeit des Kolonialismus über den Kongo geherrscht. Er war der König des winzigen Königreichs Belgien. Belgien. Und er hat von seinen Truppen im Kongo 10 Millionen Menschen aufs Brutalste abschlachten lassen. Das hat viele, viele Jahre gedauert. Warum? Es gab keinen Grund. Es gab keine Ursache. Es war einfach nur blanker Satanismus. Es war eine boshafte, zutiefst verdorbene
satanische Kraft, die einfach Böses tun wollte um des Bösen willen. Ja? 10 Millionen abgeschlachtete Kongolesen. Der Kongo ist heute noch zu großen Teilen, ich will nicht sagen entvölkert, aber sehr, sehr dünn besiedelt. Es ist schockierend. Belgien, ja? Wusstest du, dass vor 60 Jahren es in Belgien noch verboten war, dass Privatleute eine Bibel besitzen durften? Rat mal warum. Das passte halt einfach alles gut zusammen, nicht wahr? So, wenn jetzt also Menschen in diesem System, egal wo die jetzt hier sich befinden, wenn das Menschen sind, die eben zu Einfluss und zu Macht und zu Geld und zu sonst was kommen wollen, die, was weiß ich, Superstars werden wollen in der Unterhaltungsindustrie, Filmstars oder sonst was, dann sind die häufig bereit, um diese Ruhm, Ehre oder was auch immer willen, über Leichen zu gehen, sag ich mal. Ja? Die sind bereit, skrupellos zu sein. Die sind bereit, hier einfach ihren Weg zu machen. Und das findest du in der Weltgeschichte noch und nöcher. Und das findest du auch heute noch und nöcher. Es gibt Ausnahmen. Aber es gibt auch Fälle, wo das sehr, sehr deutlich ist. Ja? So, und eins möchte ich dir sagen. Wenn ich mir hier die Elite der Welt, sage ich mal, anschaue, ja, was es da so gibt, also die Superpolitiker, die mächtigsten und einflussreichsten Personen, das sind nicht etwa die Besten, das sind nicht etwa die Edelsten, das sind auch nicht die Intelligentesten oder Gebildetsten oder die Fähigsten, sondern das sind häufig einfach diejenigen, die bereit waren, sich vom Feind missbrauchen zu lassen. Und das findest du unter weltweitem Aspekt schon, auch in der Politik und in vielen anderen Bereichen. Wenn du mal die Augen offen hältst, ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Es sind diejenigen, die dem Feind in dieser Zeit hier als Werkzeug am geeignetsten erscheinen. Und wenn sie irgendwann ausgedient haben, werden sie weggeworfen. So, viele, nicht alle, viele der Mächtigen hier sind in dem Sinne nichts anderes als Marionetten. Marionetten, die von dahinterstehenden Kräften, satanischen Kräften, gesteuert werden, ja, im Natürlichen und im Geistlichen. Da gibt es graue Eminenzen, da gibt es die Strippenzieher, ja, da gibt es die Hände, die die Marionetten tanzen lassen, beziehungsweise die dann aber auch selber natürlich nur an den Fäden hängen. Ja, es gibt Leute, die bewegen andere wie Handpuppen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Und was auch dazu kommt, ist natürlich das System der Lüge. Und das ist etwas sehr Interessantes in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden, wo unvorstellbar Lüge auf uns einprasselt. In den Medien, in den Antimedien, in den, was weiß ich, allem, was uns berichtet wird. Es ist so viel Lüge, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was los ist. Ja? Politiker sagen heute etwas, morgen oder was sagen, was völlig anderes. Das, was vor 2 Monaten gesagt worden ist von ihnen, ist heute unrelevant. Es ist schockierend. Das ist eine Willkür, eine Lügenhaftigkeit. Ja? Gut, und dieses Thema Lüge ist etwas, die haben Lüge angelegt wie einen Mantel. Leute, die sich hier befinden, haben Lüge angelegt wie einen Mantel. Und es gab prophetische Bilder, da war es, dass die Erde wie umhüllt wird von einem schwarzen Mantel der Lüge. Und ein Prophet, den wir kennen, der hat gesagt, die Hölle hat ihre letzten Taschen ausgeleert. Die hat alle ihre Kräfte jetzt hineingeworfen in diese Schlacht, in der wir uns momentan befinden. Denn das Reich Gottes und das Reich der Welt befinden sich in einem absoluten Crash-Zustand momentan. Licht und Finsternis prallt aufeinander. Ja, das ist etwas, was Leute, die prophetisch begabt sind, also absolut bestätigen werden. Jetzt gibt es natürlich im Normalen, im Natürlichen, Leute, die sagen, ja, warum machen die das denn? Warum handeln die denn so irre? Warum machen die denn solche menschenverachtenden, skrupellosen, bösen, ungerechten Dinge? Wieso verhalten die sich beispielsweise nicht wie Demokraten? Wieso kümmern die sich nicht um ihre Länder? Wieso setzen die irgendwas anderes um? Und sie fragen, was ist da eigentlich los? Was steckt denn eigentlich dahinter? Ja? Und dann kommen sie zu dem Ergebnis, ja, da muss eine Agenda dahinter sein. Ja,
Es ist eine Agenda dahinter, die Agenda des Teufels. Ja? Ja, oder sie sagen, es geht, die wollen alle Macht haben oder blanke Machtgier oder Geldgier und so weiter. Ich persönlich glaube, es ist tatsächlich der Plan des Feindes, wirklich dieses Reich in das widergöttliche Weltreich zu verwandeln, was wir in der Offenbarung finden, von dem die Bibel uns berichtet. Ja? Ein antichristliches, widergöttliches, komplett von satanischen Kräften gesteuertes Weltreich mit einer Weltregierung. Das, was wir in der Offenbarung lesen. Jetzt ist es aber so, das ist ja nicht schnipp irgendwie urplötzlich da. Das taucht ja nicht so auf, out of the blue. Nein, Satan kann nichts erschaffen. Er muss eben über die Leute, die er hat, ja, wo auch immer, muss er das quasi bauen. Er muss das schaffen. Ja, er muss dafür sorgen, dass das entsteht, quasi erarbeiten. Er braucht Kräfte und Menschen, die sich ihm hingeben, um seine Absichten durchzusetzen. Und diese Leute gibt es. Und immer unverhohlener, immer offener, immer deutlicher sagen die auch, was sie für Pläne haben. Sagen die auch, worum es ihnen geht. Sagen die auch, was eigentlich los ist. Ja? Die Hüllen, also die Masken fallen zunehmend. So. Er will also hier eine widergöttliche, komplette Weltmacht, sagen wir mal, festigen, ja, und dazu eine Weltregierung aufbauen. Vor einigen Monaten schon, hast du vielleicht mitbekommen, haben Satanisten zu so einem weltweiten Märschen und so weiter aufgerufen. Eines der Ziele war eine Weltregierung. Sie wollen eine Weltregierung, genau, weil das ist der Plan des Feindes. Eine Weltregierung, ein System totaler Ungerechtigkeit, was die Menschen entmündigt, was sie zu Arbeitssklaven macht, ja, wo Tausende von Firmen vernichtet werden, wo Arbeitslosigkeit grassiert, wo die Leute Schulden haben, wo extreme Kontrolle ist. Ja, wer nicht mitspielt mit dem ganzen System, kann nicht kaufen, kann nicht verkaufen, ist also von jeder Form des öffentlichen Lebens und der Versorgung ausgeschlossen. Dazu Überwachung, ja, Abschaffung des Bargelds und so weiter. Und dann gibt es noch diese irren Thesen, aller auch Bill Gates, ja, der sagt, die Weltbevölkerung ist zu viel, wir müssen die verringern. Wir müssen sie mit Maßnahmen verringern, ja, was dann alles Mögliche sein kann. Da kannst du selber mal drüber nachdenken, ja. Oder mit der Impfung, wo du sagst, was steckt da drin? Wie entwickelt sich das weiter? Das ist die jetzige, die kann ja auch vielleicht harmlos sein, aber was, oder vielleicht auch nicht, ja, aber was ist, wenn die nächste Epidemie kommt, der nächste Virus kommt, die nächste Mutation kommt, wie geht das weiter? Ist es dann wirklich so, dass das auf dem Level Freiwilligkeit bleibt? Millionen von Existenzen werden vernichtet. Sie verlieren ihre Lebensgrundlage. Es gibt gigantische Verteilung von Wohlstand und Finanzen, ja, dass also hier diese Leute immer mehr zurückgedrängt werden, ihren Wohlstand, ihr Ding verlieren, einfach zugunsten von diesen bösen, kranken Eliten. Wusstest du, dass der Reichtum der Superreichen in unvorstellbarer Weise in den letzten Monaten angewachsen ist? Unvorstellbar, wer gleichzeitig die Weltbevölkerung als Ganze immer, ich sag mal, ärmer wird. Ja, so, durch ein gigantisches Lügenkonstrukt wird das umgesetzt. Menschen werden in den Selbstmord getrieben, ja, kommen unter Depression, unter Psychopharmaka, kommen in Armut, Verschuldung kommt. Ja. Tausende werden in Selbstmord getrieben, Denunziantentum, Willkür, Zensur und. Und das ganze Szenario ist uns nicht fremd, weil all das ist das, was gerade jetzt anfängt. Und du sagst, okay, Satan plant hier seine gigantische Zielsetzung umzusetzen. Und weißt du was? Er reagiert sehr hektisch, weil er weiß, dass seine Zeit abläuft. Er weiß, dass das Reich Gottes sehr stark wächst. Er weiß, dass das Licht zunimmt und dass es für ihn zunehmend zu einem Problem wird. Und das satanische System nutzt alle Möglichkeiten. Wirtschaft, Finanzwelt, was weiß ich, Lobbyismus, die Unterhaltungswelt, die Medien, Legislative, Judikative, Exekutive und so weiter, Pharmaindustrie, was immer dir einfällt, nutzt es,
um eben hier dieses gigantische Lügenkonstrukt zu etablieren. Und da möchte ich etwas sagen zum Thema Lüge. Zum Thema Lüge. Johannes 8, Vers 44. Jener, damit ist gemeint der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Lüge ist das absolute Kennzeichen dieses Systems, des Reichs der Welt. Der Herr über dieses System, Satan, der die Menschen missbraucht, er ist der Vater der Lüge. Lüge ist das, was im Weltsystem die absolute Priorität hat. Und hier im Reich Gottes gibt es keine Lüge, da gibt es nur Wahrheit. Dieses Lügenkonstrukt ist um die ganze Welt gelegt. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden bei Rienecker. Also Rienecker, das ist ein uraltes Bibellexikon, aber richtig cool zum Thema Lüge. Da hat der Olle Rienecker geschrieben, als Reich der Wahrheit, Halleluja, hier, steht das Reich Gottes im radikalen Gegensatz zum Reich der Lüge. Jesu irdisches Leben war ein einziger Kampf gegen die Lügenmächte Satans und der Dämonen. Absolut richtig. Genauso ist es gewesen. Jesus kam hier rein, um von hier aus uns den Weg zum Vater zu bahnen. Ja? So, er trieb die Teufel durch Gottes Finger aus und in seinem Mund befand sich kein Betrug. So lesen wir es in 1. Petrus. So, in seiner Leidenszeit, in seiner Passion, standen ihm die Mächte der Lüge gegenüber. Da war der Verräter Judas. Da waren die Lügenmächte in Hannas und Kaiphas, den hohen Priester. Da waren die heuchlerischen, verlogenen Schriftgelehrten und die Pharisäer. Da waren die falschen Zeugen, die Lügenzeugen. Ja? Da war dann das wetterwenderische Volk. Da war Pilatus und Herodes, die keine Ahnung von Wahrheit hatten. Und dann die Verleugnung, die Lüge von Petrus. Ja? All das war in der Passionszeit, wo es darum ging, dieses Ding hier durchzuboxen, eine einzige Konfrontation mit den Mächten der Lüge. Selbst das Geheimnis der Auferstehung versuchten die hohen Priester durch die Bestechung der Grabwächter zur Lüge zu machen. Wir sind immer noch bei Rienecker, ne? Aber, Halleluja, der Sieg Jesu ist vollbracht und wird bei seiner Wiederkunft offenbar werden. Bis dahin ist die Gemeinde Jesu ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Jawohl. Durch die Wiedergeburt, ne, hier, vom Tod zum Leben, durch die Wiedergeburt, wenn man hier reingeht, werden alle, die von Haus aus Lügner sind, alle Menschen sind Lügner, ne, die von Haus aus Lügner sind, dem Reich Gottes einverleibt, so schreibt er hier, indem der Geist der Wahrheit in alle Wahrheit führt. Darum gilt ihnen, also uns, der Befehl, legt die Lüge ab. Und die Bibel sagt in Offenbarung, alle aber, die die Lüge lieben und tun, sind vom kommenden Reich Gottes und seiner Herrlichkeit ausgeschlossen. Autsch. Wer Lüge tut, jeder Lügner, ist vom Reich Gottes ausgeschlossen, weil hier kann keine Lüge sein. Wer lügt, ist im Reich der Finsternis. Offenbarung 21, Vers 8. Aber den Feigen, auch interessant, ne? Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wer Lüge tut, auf den wartet die ewige Verdammnis. So, wenn du dir jetzt bewusst machst, dass die Erde in ein Lügenkonstrukt eingehüllt ist, dass wir von
allen Seiten mit Lügen bombardiert werden. So viele Lügen, dass er sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was Wahrheit ist. Ja, dann kannst du dir vorstellen, in welcher Problematik wir uns hier überhaupt befinden. Was hier eigentlich los ist. Ja, gut. Und jetzt möchte ich dir erklären, wie das funktioniert mit uns. Wie wir in dieser ganzen Sache hier vorkommen. Wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, hier im Reich Gottes. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind errettet, wir sind wiedergeboren, wir sind erlöst. Wir gehören zum Reich Gottes, neue Kreatur. Halleluja. Gut, wunderbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier auf der Seite bleiben und einfach unser Leben genießen. Nein, sondern Gott sagt, pass mal auf, du bist jetzt nicht mehr von der Welt, aber du bist noch in der Welt. Ich sende dich quasi durch das Tor in diese Welt hinein. Wie einen Botschafter. Ein Botschafter von hier, vom Reich Gottes. Ein Botschafter des Lichts. Ein Botschafter der Wahrheit. Ein Botschafter von der Gerechtigkeit. Und ich sende dich hier, von hier, hier hinein als einen Erntearbeiter. Es gibt eine Ernte. Und ich will, dass du hier erntest. Dass du den Menschen, die hier sind, zeigst, es muss nicht bei der Lüge bleiben, es muss nicht bei der Finsternis bleiben, es muss nicht bei diesem ganzen Elend bleiben, sondern du kannst aus dem Machtbereich Satans herauskommen. Es gibt dieses Tor. Du kannst da durch. Es gibt ein Kreuz. Du kannst vom Tod zum Leben kommen. Es gibt diese Möglichkeit. Das wissen die Leute aber nicht. Deshalb schickt Gott vom Reich Gottes uns hier in dieses System, damit wir ihnen als Boten, als Botschafter, als Licht und Salz einfach zur Seite stehen. Jetzt ist es so, wenn wir hier jetzt in diesem System dieser Welt leben, dann sollen wir nicht versuchen, dieses System zu reparieren. Dieses System zu revolutionieren, dieses System zu heilen. Warum? Weil es sowieso ein Bach runtergeht. Es ist zum Untergang geweiht. Es geht kaputt. Die Bibel ist absolut eindeutig. Das System der Welt hört auf. Das Reich Gottes bleibt. Sondern das ist ein System, was im Untergang ist. Und wenn du nicht verstanden hast bis jetzt, dass das Weltsystem, in dem wir uns befinden, momentan aber richtig dabei ist, abzuschmieren, ja, dann solltest du vielleicht mal gucken, wo du bessere Nachrichten herkriegst. Ja, wir leben hier in einem System, was wirklich in dieses antichristliche, satanische Reich hineinschlittert. Ja, und Gott sagt jetzt, pass auf, ich möchte, dass ihr hier arbeitet, dass ihr hier Licht seid. Hier, 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 hier und hier, überall, auch bis hin in die höchste Spitze. Ja, da sollt ihr Licht sein, da sollt ihr Menschen retten. Ihr sollt Leute hier rüberziehen. Ja, egal wer hier ist, egal wo die Person ist. Und wenn der Letzte da vorne ist, ja, kann gerettet werden. Ja, und ich brauche euch als Botschafter, als Erntearbeiter, damit hier Menschen rüberkommen und gerettet werden in großer Zahl. Und eben dem Feind seine ätzende Agenda nicht stattfindet. So, das ist der Plan Gottes. Und deshalb sagt Gott, pass mal auf, macht hier nicht an dem System rum. Zahlt eure Steuern, haltet euch an die Regeln, macht aber, es geht um was anderes. Ihr müsst hier sehen, dass ihr Menschen rettet. Ihr müsst hier sehen, dass ihr Leute ins Licht bringt. Ja? Sei aktiv für das Reich Gottes. Wenn du hier in der Welt bist, geht es nicht darum, die Welt zu reparieren, sondern das Reich Gottes wirklich zu bauen, in dem Menschen gerettet werden. Ne? So, also deshalb sagt Gott, benimm dich, zahl deine Steuern. Das ist das, was in der Bibel liest, beispielsweise mit der Obrigkeit. Ja, leg dich nicht mit der an, aber fang nicht an, sie anzuhimmeln und anzubeten und zu verglorifizieren. Darum geht es nicht, sondern ja, er sagt, mach das, was im System notwendig ist, aber bitte, 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 schaut doch, worum es geht. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Ja? So, also, irgendwelche Herrschenden zu verklären, zu verglorifizieren, anzuhimmeln, als alle automatisch von Gott eingesetzt zu bezeichnen, nicht zu hinterfragende Übermenschen, ist nach meiner Meinung nach grundverkehrt. Ja, grundverkehrt.
Es gibt Leute, die sagen, nur weil hier jemand in einer herrschenden Position ist, das sind Edle, die sind absolut, haben nur beste Absichten, sind über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, das stimmt nicht. Und Stresssituation auch mit dem Thema Obrigkeit und so weiter. Und ich will da nicht weiter darauf eingehen an dieser Stelle. Ich habe eine Predigt darüber gehalten zum Thema Obrigkeit, die ist auch verlinkt in dem Beschreibungstext unten. Aber ich habe Pastor Philipp mal gebeten, über die Obrigkeit zu sprechen. Und in einigen Wochen wird er da mal einen Vortrag drüber halten, über das theologische Konzept, was da wirklich dahinter steckt. Nicht irgendwelche Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen, sondern was ist denn da wirklich mit gemeint? Um welche Obrigkeit geht es denn wirklich? Was ist das denn, was wir da eigentlich in der Bibel finden? Ja, gut. Okay, in all dem gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das findest du in Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 5, Vers 29. Ja? Wir sind Himmelsbürger. Wir sind nicht von der Welt, auch wenn wir in der Welt sind. Und dieses Ding, das müssen wir verstehen. Das muss uns richtig bewusst sein. Das müssen wir kapieren, wer wir sind, welche Identität wir haben. Und jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal, wie das Ding eigentlich richtig gehört. So, das auch noch. So ist das ganze Ding eigentlich korrekt. Das Reich der Welt ist unten. Satan ist ganz unten. Ja? Und wir befinden uns im Reich des Lichts. Und wir müssen verstehen, aus Gottes Perspektive sind diejenigen, die jetzt hier mit Satan irgendwie gemeinsame Sache machen, die erbärmlichsten Menschen. Er will sie retten, ja. Aber es ist schwierig. Wie sagt die Bibel? Es ist schwierig, dass ein Reicher durch das Tor, ja, das ist das mit dem Kamel, ne? Dass das Kamel durch das Tor geht, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ja, weil die hier sind, weil die weit, weit, weit weg sind. Nicht unmöglich, aber schwierig, ne? Aber er will uns gebrauchen, um hier einfach Menschen zu retten. So, und in diesem gigantischen Szenario befinden wir uns jetzt in einer Phase, die wirklich, wie soll ich mal sagen, heiß geworden ist. Ja? Wir befinden uns in einer Phase, wo das Weltsystem schon in richtige Schieflage gekommen ist, wo es dabei ist, kaputt zu gehen. Warum? Weil der Feind eine Agenda hat und Menschen missbraucht, um dieses ganze System unter seine Situation runterzubringen, unter seine Ziele. Ja, den Menschen zu einem Zerrbild seiner selbst zu machen, den Menschen so richtig zu schädigen, ja, Elend zu bringen und im Grunde genommen Gottes ins Gesicht zu schlagen. Und wir müssen verstehen, wo wir uns momentan befinden. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Und wir müssen verstehen, es geht hier um den Kampf um die Herzen der Menschen Europas und der ganzen Welt. Ja? Und in denen sind wir, du und ich, eingesetzt. So, wir haben unvorstellbare Erschütterungen, Verwerfungen, Schwierigkeiten, in die wir uns hineinbewegen. Und das Ganze ist tatsächlich mit zunehmender Geschwindigkeit Endzeit, wie die Bibel uns berichtet. Ein antichristliches Reich. Ja, gut. Und jetzt ist es so, in diesem Ganzen, wie verhalten sich denn jetzt die Christen? Und da gibt es verschiedene Konzepte. Die einen sagen, oh, damit wollen wir nichts zu tun haben. Da stecken wir einen Kopf in den Sand. Ja? Das blenden wir aus. Wir warten frustriert auf das Ende. Wir verdrängen das Thema. Und wir sprechen in unserer Gemeinde und so weiter über Unverfängliches, Positives, ja, aber nicht über diese Thematik.
Ich halte das für sehr gefährlich, weil nämlich, wenn das Ganze zunehmend an Dynamik gewinnt, ja, dann wird es für diejenigen, die nicht geschult sind und die nicht informiert sind, zunehmend schwieriger, sich darin zu orientieren und zu kapieren, was eigentlich passiert. Und vor allen Dingen ihre Position wahrzunehmen. Ne? Andere Gemeinden oder andere Dienste, die sagen, ja, wir passen uns komplett dem Weltsystem an, wir benehmen uns so, wie es gewünscht wird und dann geht es uns schon gut. Mhm. Okay, da gibt es auch Gemeinden, die das so sehen. Wieder andere sagen, wir flehen einfach nur noch um Entrückung. Wir wollen möglichst schnell aus diesem Elend weg, ja, zum Herrn entrückt werden und dann sehen wir draußen nach uns die Sintflut. Andere wollen sich ablenken, volldröhnen, zudröhnen mit irgendwas, um ja nicht denken zu müssen. Ja. Es gibt ja jetzt, habe ich mehrfach gehört, so die Aufforderung, auf Jesus zu schauen. Du, das ist super. Das ist absolut notwendig. Nur wenn du jetzt anfängst, auf Jesus zu schauen, frage ich mich, was hast du denn früher gemacht? Hey, wir müssen hier leben. Wir müssen hier leben. Wir gehören hierhin. Wir gehören nicht in dieses System. Auch wenn wir hier noch sind. Wir sind eine andere, lass mich sagen, Spezies. Wir sind neue Kreaturen. Wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, die in einem verdorbenen, gefallenen Weltsystem leben, um Botschafter zu sein und Menschen zur Rettung zu bringen. So, ich verstehe die Leute, die sich dieses ganze Ding anschauen und sagen, das ist ja entsetzlich. Das ist ja entsetzlich. Das ist der Weg in die Endzeit. Ja, das ist ja fürchterlich. Jetzt sieht es wirklich so aus, als ob der Feind triumphiert und du meine Güte. Ja, wie in der Offenbarung beschrieben, dieses antichristliche Weltreich. Und es sieht tatsächlich so aus. Und dann kommt etwas. Der Feind sieht aus stark wie nie. Ja? Alles sieht so aus, als ob er auf der Siegerspur ist. Und dann kommt etwas und das ist irritierend, provokativ, ja, fast anstößig, verblüffend. Was kommt? Das prophetische Wort kommt. Prophetische Impulse kommen. Das Reden Gottes kommt. Genau in diese Situation hinein. Und dann, weißt du was, sieht das Ding komplett anders aus. Dann sieht das Ding komplett anders aus. Dann ist das, was wir meinen zu sehen, mit unseren natürlichen Augen, auf einmal völlig überwältigt von etwas, was Gott sagt. Hunderte von Propheten weltweit haben erstaunlichste Dinge vorhergesagt, die eigentlich überhaupt nicht in dieses Bild zu passen scheinen, in dieses Szenario. Ja, da gibt es Verheißungen noch und nöcher über eine gewaltige Bewegung Gottes, über Millionen und Millionen und Millionen, ja sogar Milliarden von Menschen, die weltweit hier in das Reich Gottes strömen. Ja, es gibt Worte von Erweckung, ja, Massen von Menschen, die sich bekehren, der Ausgießung des Heiligen Geistes, gewaltigen Zeichen, Wundern und so weiter, aufgrund von prophetischem Wort, von prophetischen Träumen, von Bildern, Visionen und, hundertfach. Damit wir im Volk Gottes wissen, nicht nur, was die Absicht des Feindes mit seinem Lügenelend ist, sondern was die Pläne des Herrn sind. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Halleluja. Deshalb müssen, und ich meine müssen, wir wissen, was sagt Gott. Wenn du in einem System lebst, was voller Lüge ist, müssen wir wissen, was Gott sagt. Wir müssen wissen, was die Wahrheit ist. Es ist zwingend notwendig. Und wenn wir als Christen uns mit den Nachrichten zudröhnen, und sorry, auch mit den Anti-Nachrichten, den Gegennachrichten zudröhnen, dann haben wir ein Problem, weil wir in einem System von Lüge sind. Wir müssen wissen, was Gott sagt. Ja, es ist zwingend notwendig. Und der Feind, dem ist es gelungen, über Jahrzehnte, insbesondere in Deutschland, prophetisches Reden in Misskredit zu bringen. Und er weiß warum. Wenn nämlich das Volk Gottes versteht, was Gott sagt, dann hat es eine ganz andere Power, als wenn es in eigenen Ermessen und eigenen Kraft von irgendwelchen Lügen, Infos verführt, irgendwas macht. Wir brauchen das
Wir brauchen es dringend. Wir brauchen es absolut. Und jetzt habe ich einfach mal drüber nachgedacht. Wir haben angefangen, das ist schon etliche Jahre her, mit einer prophetischen Broschüre. Hieß ein geistlicher Tsunami, weil wir gemerkt haben, es gibt prophetische Worte und wir müssen sie weitergeben für das Volk Gottes. Die gibt es inzwischen nur noch als PDF zum Download bei uns auf der Homepage. Aber wir haben gesagt, wir müssen dem Volk Gottes sagen, was Gott sagt und was er plant und was er vorhat. Ja? Aus diesem Buch, aus diesem Heftchen entstand dann dieses Buch Gott und Deutschland. Ja, ein prophetisches Buch, das orientiert sich an der Geschichte Deutschlands, an der, dem Elend der Berliner Erklärung und so weiter und was daraus entstanden ist. Und dann geht es weiter mit prophetischen Zusagen über die Nation, was Gott über unser Land sagt. Dann kommt ein zweites Buch, das ist der Fortsetzungsband davon. Da geht es um die Berufung Deutschlands. Das ist auch prall gefüllt mit prophetischen Reden Gottes, wo es darum ging, was sagt Gott? Ja, kurz drauf habe ich dieses Buch geschrieben, Reich, Kraft, Herrlichkeit. Da ging es darum, was ist denn hier mit diesem Endzeit-Szenario, Licht, Finsternis? Wie sieht denn das aus? Ja, wie entwickelt sich das denn? Ja, wirklich. Wo ich habe das hier eben an Reich, Kraft und Herrlichkeit orientiert, wo es darum geht, einfach ein endzeitliches Verständnis zu bekommen, dass es eben nicht nur die Macht des Feindes und der Lüge und seinem Dreck ist, sondern dass Gott auf dem Plan ist. Ja, dieses Buch. Und jetzt, erst vor kurzem, haben wir diese Broschüre rausgebracht. Gott und das deutschsprachige Europa. Warum? Damit das Volk Gottes weiß, was Gott sagt. Hier sind, keine Ahnung, 20 oder wie viele prophetische Worte drin von allen möglichen Leuten, die darüber sprechen, was Gott vorhat, auch mit uns in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, und jetzt eben, wie vorhin auch vorgestellt, dieses prophetische Wort, erst ein paar Wochen alt, ja, wo es darum geht, es wird kein Zurück geben. Die Systeme dieser Welt werden kollabieren. Alles, was auf Sand gebaut ist, wird untergehen. Was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Aber in meinem Volk, in meinem Reich, das auf dem unerschütterlichen Felsen Jesus Christus gebaut ist, wird die Versorgung, die Kraft, der Segen des Himmels gegenwärtig sein, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Mein Volk, die größte Stunde liegt vor dir. Ja, jeder Einzelne sei ermahnt. Es ist Zeit, das gesamte Leben ganz neu, ohne Rückhalt, hinzugeben und mich wirklich Herr sein zu lassen und so weiter. Warum machen wir das? Weil wir wollen, dass das Volk Gottes weiß, was Gott sagt und nicht, was irgendwelche Medien und sonst was sagen. Wir müssen kapieren, dass wir nicht von dem System sind, sondern dass wir aus dem Reich Gottes sind. Und wir müssen aufhören, so zu leben wie Leute, die da unten existieren. Wir sind Kinder Gottes, Söhne des Höchsten. Weißt du, die Prophetien sagen nicht, alles wird super happy clappy. Oh, easy going, super schön, ja, alles unproblematisch. Nein, sie sagen Erschütterung. Sie sagen, das ganze Ding wird erschüttert werden. Da gibt es gewaltige Umbrüche, da gibt es gewaltige Umwälzungen, da gibt es gewaltige Probleme. Und indem dieses ganze Ding kaputt geht, kommt das Reich Gottes immer mehr hervor. Und denk mal an diese Geschichte mit Nebukadnezars Standbild. Das ist ja so stark. Nebukadnezar, das war der mächtigste Mann seiner Zeit. Der war wirklich, aber top Spitze, ja? Ja, der hatte dieses Ding gesehen, ja, und Daniel hat es auch gesehen, Gott hat es ihm gezeigt. Ein monströses Standbild, das für ganze Weltreiche steht, bis in die heutige Zeit hineinreicht, ja, und es fiel und es wurde von einem Felsen, der nicht von Menschenhand angestoßen worden ist, umgeschmissen und zermalmt. Der Felsen aber nahm die ganze Welt ein. Das war der Traum. Ja, was ist der Felsen? Christus ist der Felsen. Der Felsen wird dieses ganze Ding komplett zermalmen. Von dem bleibt nichts. Das Weltsystem wird aufhören. Und wir müssen verstehen, dass wir zu einem anderen System gehören, dass wir aus dem Felsen geschlagen sind, würde ich mal sagen. Ja, so, und unser Job ist, ja, dass wir, während das System immer mehr zusammenbricht, wirklich uns von Gott gebrauchen lassen und Menschenscharen retten durch dieses Tor hindurch, ja, damit sie erlöst werden, gerettet werden, bekehrt werden und zum Herrn finden, ja. Deshalb müssen wir uns jetzt fit machen, ja, wir müssen jetzt uns vorbereiten, wir müssen lernen, dass wir diese Menschen schulen können, dass wir sie trainieren können, dass wir ihnen helfen können, dass wir sie anleiten können, dass wir sie in die Wege Gottes hineinleiten und so weiter. Ich persönlich, also meine persönliche Überzeugung ist,
dieses, was vor uns liegt, die Ausgießung des Geistes und diese gewaltige endzeitliche Ernte, ist das größte Ereignis seit der Auferstehung Jesu. Da bin ich fest von überzeugt. Und da dürfen wir, du und ich, wenn wir uns gebrauchen lassen, Arbeiter sein, Botschafter sein, die Gott aussendet in dieses Ding. Das ist gigantisch. Ja, Erntearbeiter. Halleluja. Und genau das versucht der Teufel zu verhindern. Genau das will er verhindern. Er will keine Ernte. Deshalb dürfen wir nicht zusammenkommen. Ja? Deshalb darfst du kein Abendmahl machen. Deshalb darfst du nicht singen. Deshalb darfst du keine Gemeinschaft haben. Deshalb. Er will das runterdrücken. Ja? Er will nicht, dass die Christen hier aktiv sind. Ne? Er will sie inaktiv machen. Er will ihnen sagen, sei still, warte auf die Entrückung, mache Mund zu. Ja? Tu bloß nicht das, wozu du aufgefordert bist. Tu bloß nicht das, was Gott gesagt hat im Missionsbefehl. Ja? Du musst jetzt Angst haben. Du musst jetzt Sorgen haben. Du musst dich jetzt verrückt machen. Duck dich weg. Duck dich bloß weg. Sei still. Pass dich an. Spiel mit. Heul mit den Wölfen, die es da gibt. Aber Gott sagt, hey, die Tür zur Rettung steht sperrangelweit offen. Da gibt es deine Türflügel, die ist offen. Das ist ein Tor. Tor, wo Millionen Leute gleichzeitig durchgehen können. Ja? Lass dich rufen in die Errettung. Weißt du was? Geniale Bibelstelle. Römer 10, Vers 13, genau identisch. Apostelgeschichte 2, Vers 21, genau identisch. Joel 3, Vers 5. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder heißt jeder. Und wenn es die korruptesten, verdorbensten Menschen auf dem Globus sind, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, kann hier durchkommen und kann gerettet werden. Aber es muss Leute geben, die sie informieren, die sie rufen, die zur Verfügung stehen, die ihnen zeigen, wo der Weg ist. Und dazu bin du und ich aufgefordert. Ja? Jeder Atheist kann gerettet werden, jeder Okkultist, jeder Freimaurer, jeder Sünder, jeder Heide, jeder Götzendiener, jeder, egal wer es ist. Jeder Mensch. Und der Ruf des Herrn, der Schrei des Herrn ist nach Erntearbeitern. Eben auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, und was ist jetzt an der Stelle für uns wichtig? Was ist für dich und für mich wichtig? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns Gott hingeben und sagen, ja, Herr, ich will mich gebrauchen lassen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass wir sagen, ja, ich will die Stimme Gottes hören. Ich will diese Träume, diese Bilder, diese Visionen selber empfangen, um zu wissen, was Gott sagt. Ja, ich will mich mit den Wahrheiten des Wortes Gottes füllen. Ja, und nicht mit dem Dreck der Welt. Ne? Ich will nicht das glauben, was mir hier vorgegaukelt wird. Die Lügenkonstrukte. Ja? Ich will wissen, was Gott sagt. Und ich will mich damit beschäftigen, was Gott sagt. Und ich will wissen, was in der geistlichen Welt passiert. Ja? Ich möchte dir nur ein einziges Bild weitergeben. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch gegeben. Ist kurz, aber sehr, sehr stark. Ich hatte mehrfach jetzt folgendes Bild. Ein riesiges Heer des Feindes. Riesig. Ein gigantisches Heer, ein finsteres Heer, dunkel, monströs, entsetzlich. Und dann sah ich, wie eine Reihe, sagen wir mal, von Engeln, wie so Lichtpunkte, das immer mehr umkreist haben. Und irgendwann hatten sie es eingeschlossen. Ja, also in der Mitte dieses riesige, finstere Heer und rundum ein riesiger Kreis von Engeln. Und dann fingen die Engel an, einfach den Kreis enger zu ziehen und enger zu ziehen und enger zu ziehen und gingen immer mehr zusammen, ja, mit Schwertern nach vorne ausgestreckt. Und irgendwann war es dann so eng, dass dann welche in die zweite Reihe gehen mussten und irgendwann in die dritte Reihe, vierte Reihe und es wurde immer enger und der Feind ist durchgetreten und hat angefangen, sich selber zu vernichten schon, weil die richtig verrückt geworden sind. Und ich habe den Herrn gefragt, wie lange geht das denn weiter? Und er hat gesagt, bis das komplett vernichtet ist. Und weißt du, um was es da ging? Es ging über die Mächte der Finsternis, über Deutschland. Es wird zerrieben. So, wir sehen jetzt die Macht des Feindes und im Geistlichen sagt der Herr, der Himmel ist offen. Die Tore des Himmels sind offen. Die Segensströme fließen schon. Hier mit den verschiedenen Bildern, die hier sind. Der Staudamm.
ist nicht mehr da. Die Segenströme fließen. Ja, die Wolkendecke, die die ganze Nation oder ganz Europa überdeckt hat, ist weggenommen. Ja, die Finsternis ist weg. Das ist zutiefst provokativ, das ist zutiefst irritierend, weil im Natürlichen sehen wir es noch nicht. Aber im Geist können wir es erfassen und können sagen, egal wie es aussieht, Gott hat einen Plan. Gott hat seine Agenda und diese Agenda wird durchkommen und ich will dabei sein. Das ist das größte Ding, was du in deinem Leben erleben kannst. Jetzt dich in diese Armee Gottes einzureihen. Ja? In diesen gewaltigen, gewaltigen Umbrüchen, die auf uns zukommen. In dieser gewaltigen Ausgießung des Heiligen Geistes, die auf uns zukommt. Gerade wenn es aussieht, als ob alles böse und ätzend ist, als ob das Böse zu siegen scheint, tritt der Herr auf und wird wirklich, wirklich Großes tun. Halleluja. Ich würde sagen, streck dich jetzt aus. Streck dich jetzt aus. Nach einer intensiven Berührung Gottes. Ja, streck dich aus, dass du dich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen willst, durchdringen lassen willst. Gib ihm Raum in dir. Gib dich neu hin. Stell dich ihm zur Verfügung, um Menschen zu retten. Ja, zu beten, dass Menschen gerettet werden. Zu beten für die Ernte. Zu beten für das Hervorkommen dessen, was Gott gesagt hat. Zu beten, dass das prophetische Wort kommt. Ja, selber prophetisch zu reden. Streck dich aus nach Mut, nach Kühnheit, danach wirklich Zeuge zu sein. Ne? Und sei bereit, deine Hand auszustrecken zu den Menschen hier, um ihnen den Weg zu zeigen hinein ins Licht. Halleluja. Korabosakabasia kalabadoya kasai. Ich möchte für dich beten. Koshia lamanaya. Herr, jeder Einzelne, der das jetzt ernst nehmen möchte, der dacht, ja, das ist ein Ruf, der für mich gilt. Ja, das ist etwas, wo ich dabei sein will. Herr, ich bete, dass du ihn jetzt mit deiner Kraft und mit deinem Mut und mit deinem Feuer in einer ganz neuen Art und Weise erfüllst. Ich bete, dass die Mächte von diesem Flüsterung und Einflüsterung des Feindes, von diesem ganzen Gerede des Teufels, von diesen Manipulationen weggebrannt ist und dass Klarheit kommt, dass die Verwirrung weggenommen wird, dass diese Bindung an die Informationen der Welt weggenommen wird und dass etwas Neues geschieht. Ich bete, dass dein Volk in die Position kommt, dass sie verstehen, sie sind neugeboren, sie sind Söhne und Töchter Gottes, sie gehören zu einem anderen System. Und ich bete, dass wir verstehen, dass wir als Kinder Gottes nicht von der Welt sind, selbst wenn wir noch in der Welt sind. Wir sind vom Himmel, wir sind Himmelsbürger und wir sind eingesetzt mit Christus in der himmlischen Dimension. Herr, und ich bete, dass du diese Erkenntnis meinen Brüdern und Schwestern schenkst und dass sie ein Verständnis dafür bekommen und dass sie ein Verständnis für die Stunde bekommen, in der wir uns befinden. Es ist keine Zeit, irgendwelchen Happy-Clappy zu machen. Es ist keine Zeit, politisch korrekt sich zu verhalten. Es ist die Zeit, Menschen zu retten und für dich und deine Absichten zur Verfügung zu stehen. Und ich bete, dass Zeichen und Wunder und Krafttaten freigesetzt sind, wie wir es noch nie gesehen haben. Wenn wir vorwärts gehen mit dir, Herr. Boschakarabosia kalabadoya kasai. Mokasambo Mashiach kalabadaya kasia. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gesagt hast, du bist das A und das O, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Du willst dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens, dem Wasser des Lebens geben, umsonst. Und du hast gesagt, wer überwindet, dem will ich geben, dem will ich bei mir haben. Der wird siegen mit mir, der wird siegreich sein mit mir. Und Herr, wir wollen die Leute, für die Leute beten, die jetzt noch in diesem Reich der Finsternis yes. unterwegs sind. Amen. Die verblendet sind, die ihr Leben ja. schon yes. irgendwie arrangiert haben mit dem Feind, wie auch immer. Herr, wir wollen sie herausreißen, dass sie nicht, wenn die Bücher aufgetan werden, wenn das Buch des Lebens aufgetan wird, dass sie nicht von dieser entsetzlichen Lehre angestarrt werden, wo eigentlich ihr Name hätte stehen müssen. Amen. Yes. Herr, wir wollen beten. Wir wollen ein Herz des Gebets haben. Wir wollen eine Stimme des Gebets haben. Wir wollen, dass diese Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Amen. Ihr Name, gerade ich bete, dass wenn dir ein Name in den Sinn jetzt kommt, von jemandem, den du kennst, von jemandem, für den du schon lange gebetet hast, dass du ein Geist des Gebetes jetzt empfängst für diese Menschen, die im Reich der Welt unterwegs sind. Und dass du dafür sorgst, dass
ihr yes. Name die Möglichkeit hat, im Buch des Lebens Amen. Geschrieben yes. zu sein. Wir wollen nicht zuschauen, wie diese Seiten leer bleiben. Wir wollen die sein, die mit Menschen darüber sprechen, dass es Hoffnung gibt, dass es Zuversicht gibt, dass es ein wahrhaftes Leben gibt, was erfüllt ist, was freudig ist, was mit Zukunft ist und was wirklich Grund hat, gelebt zu werden. Herr, wir preisen und wir ehren dich. Wir danken dir für das große Werk, was du tun wirst. In unserer Region, in unserem Land, in dem Europa, was wir kennen, in dem weltweiten Geschehen, was sich jetzt anbahnt. Herr, es ist jetzt Zeit. Du wirst jetzt das Fenster der Gnade öffnen. Du hast schon angefangen. Wir hören schon Zeugnisse von anderen Ecken der Welt. Und du wirst dein Werk fortsetzen. Herr, wir beten für die Menschen, die jetzt hier im Livestream sind, die von anderen Teilen der Welt zuschauen, dass du Errettung schenkst. Auch für die, die zuschauen, die noch nicht gerettet sind, dass sie gerettet werden. Heute, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Yes. Herr, schenk uns ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein für die Stunde. Da sind Menschen, die verlieren ihre Existenz, die verlieren ihren Arbeitsplatz, die Alten dürfen nicht mehr besucht werden. Die Kinder von der Kinderkrippe leiden bis zu den Ältesten im Altersheim. Die Menschen leiden. So viele, die jetzt mit Selbstmordgedanken sich rumschlagen, in Depressionen sind, in psychischen Problemen sind. Herr, wir wollen diese Menschen sehen und ich bete dafür, dass sie nicht vom Feind einfach in den Selbstmord getrieben werden und verloren sind, sondern dass sie gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Und gebrauche uns dazu. Gebrauche uns dazu als lebendige Zeugen. Ja? Und gleichzeitig wollen wir nicht einfach leere Worte weitergeben, sondern es muss in Erweisung des Geistes und der Kraft passieren. Und ich bete, wenn wir den Mund aufmachen, dass du unsere Worte sagst, dass es die Herzen erreicht, dass wir prophetisch sprechen, dass wir Dinge wissen, was in der Person abgeht, dass wir nicht einfach irgendwas uns abtrampfen müssen, sondern dass der Geist durch uns wirkt und die Menschen anspricht. Ich bete, dass es zu einer gewaltigen Bewegung des Heiligen Geistes in Mitteleuropa kommt, die sich ausbreitet über Europa und über die ganze Welt. Ich bete darum, dass dein Geist fällt auf dein Volk und dass wir jetzt als billige Arbeiter, als Erntearbeiter uns aussenden lassen. Herr, in deine Pläne. Das ist das, was der Feind am meisten fürchtet. Dass das Volk Gottes anfängt, das zu tun, was Gott gesagt hat. Das ist es, was er hasst. Das ist es, was er fürchtet. Und ich spreche aus, wo wir gehen, wird eine Feuerwalze die Mächte der Finsternis verzehren. Und es wird, die Leute werden sehen, dass wir eine andere Power haben, eine andere Botschaft haben, dass wir Licht haben. Und sie werden sich retten lassen. Hab keine Angst, den Mund aufzumachen. Die Leute werden sich retten lassen. Die warten nur darauf. Herr, wir beten für deine Gemeinde, für deinen Leib, dass das Feuer, was in dieser Lok, in dieser Lokomotive ist, dass das in deiner Gemeinde ein Brand freisetzt, dass diese Lokomotive in Fahrt kommt, dieser Awakening Train, dass das in Fahrt kommt, dass das Geschwindigkeit aufnimmt, dass das Menschen aufnimmt, die auf den Zug aufspringen, dass da Menschen gerettet werden, dass sie nicht auf dem Bahnhof stehen und der Zug fährt vorbei an ihnen, sondern dass wir Leute sind, die ihnen helfen, in den Zug hineinzukommen. Herr, lass dein Brennen spürbar sein. In unseren Reihen, in unseren Gemeinden, in den Treffen, die jetzt noch möglich sind. Herr, lass es brennen, lass dieses Feuer brennen. Yes. Ja, Amen. Yes. Herr, du sagst, in deinem Wort zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Und du sagst, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Amen. Was für eine grandiose Botschaft. Halleluja. Halleluja. Herr, und in dieser Zeit, in die wir jetzt reingekommen sind, wo kaum einer von uns das jemals gedacht hätte, dass wir in solche spannenden und herausfordernden Zeiten kommen, Herr, schenk uns wirklich das Bewusstsein der Stunde, in der wir sind, und das, was zu tun ist jetzt. Ja, wirklich den Menschen um uns herum einfach die Hand zu reichen, und sie ins Licht zu bringen. Yes. Halleluja. Halleluja. Yes. Amen. Yes.
Wenn nun der Spruch, Gott hat mehr für dich, dich angesprochen hat, dann heißt das, Gott hat mehr für dich. Ja. Das heißt, er hat mehr für dich. Mehr Aufgaben, mehr Herrlichkeit, mehr Dienst, mehr. Er will dich mehr gebrauchen. Und ich glaube, dass jeder echte Christ den Wunsch hat, nach mehr von Gott und von Gott gebraucht zu werden. Ja. Und das ist einfach das, was wir heute dir weitergeben wollten, ja, was heute unser Ansinnen war, dass wir sagen, das ist es eigentlich, worum es uns geht, wo unser Herz für und wofür sich zu leben lohnt. Was wir am Eingang gesagt haben, das Schlachtfeld, wo wir hingegangen sind und gesagt haben, komm, geh in den Kampf. Ja, rette Menschen, bau das Reich Gottes, sei Licht, sei Salz. Wo immer der Herr dich hinstellt. Amen. 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 Halleluja. Gut. So, wir gehen weiter in eine spannende Woche und wir sind gespannt auf die Zeugnisse, die kommen, wo Leute eine Rückmeldung geben über das, was sie mit Gott erlebt haben, was du gehört hast, wo Gott dich beauftragt hat, wo er ein neues Feuer in dir angezündet hat und dass du brennend bist für die Dinge des Herrn. Amen. Bei den Emmaus-Jüngern heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach. Das wünschen wir euch für diese kommende Woche, für diese Nacht schon, für den Tag morgen, für den Sonntag, dass da ein Reden, als er mit uns sprach, da brannte unser Herz. Das wünschen wir euch, das beten wir für euch. Das ist etwas, was auf unserem Herzen ist. Amen. Amen. Halleluja. So, dann machen wir an der Stelle jetzt mal hier Schluss. Genau. Seid gesegnet und geht weiter mit dem Herrn. Yes. Ja, mag er euch Träume und Visionen. Amen. Heute Nacht, morgen Nacht, übermorgen Nacht schenken. Und dann weiter. Yes. Halleluja. Seid gesegnet. Shalom. Ciao, ciao.